So, kurzer Disclaimer, lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier mache. 84% Nutzer ohne Abo ist komplett wild. Vielleicht erreichen wir dann auch mal diese Marke hier. Kurze Rechnung, das könnte gar nicht mehr so lange dauern und dann seid ihr diesen Disclaimer auch los. Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn. Wie du solche Elfmeter pfeifst. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand. Also schon allein, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater. Also was war das für ein Spiel? Und vor allem dieser Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro. 3:2. 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleib dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und ein Moinsen zu diesem Review- und Preview-Podcast. Quasi mitten in der USA-Wahl, gibt eigentlich gerade Wichtigeres, aber der Podcast kommt immer Mittwoch, ihr wisst es. 1:1 auf Schalke, wieder für euch. Links, News, Bilder, Quellen und so weiter, alles in der Videobeschreibung. Und Stand der Dinge ist quasi irgendwie bis so 13.30 Uhr, 14 Uhr oder sowas, die News, alles ab danach ist hier nicht mehr drin. Also, 1:1 auf Schalke. Das ist jetzt die große Frage, was wir davon halten. Geht, denke ich, irgendwie so in Ordnung. Ich meine, wir hatten deutlich mehr Chancen als Schalke, deutlich mehr Schüsse auf jeden Fall. Klare Chancen hatten wir eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. In der ersten Halbzeit hatten wir die erste gute Chance durch Klimovic direkt. Da macht Schalke das Tor nach dem Freistoß, den wir nicht gut verteidigen. Dann gehen wir in die Halbzeit. Zweite Halbzeit ist quasi nur wir. Ich glaube, Schalke hat gar keine Chance mehr gehabt. Also kurz am Ende diese Tohuwabohu-Situation. Wir hatten noch einen guten Schuss von Castro und eben den Ausgleich durch den Elfmeter. Ja, war halt ein Handspiel. Richtige Entscheidung. Also, wenn es jemand eher verdient gehabt hätte, das Spiel zu gewinnen, dann wären es wir gewesen. Aber man kann auch mit dem 1:1 leben. Es ist jetzt keine Schande, auf Schalke 1:1 zu spielen. Generell, klar, aktuell, wenn man auch sieht, jetzt im Pokal wieder gespielt und so weiter, da kannst du schon gewinnen. Da kannst du auch schon so ein 6-Punkte-Spiel gewinnen. Da hat niemand was gegen, sage ich jetzt mal, aber rein vom Aufstiegsanspruch und so weiter und auch statistisch und so, musst du auf Schalke als VfB erstmal einen Punkt mitnehmen. So einfach ist es. Und dazu, ich bin mir so sicher, dass in den letzten Jahren, letzten Saisons, wäre dieses Ding in der Nachspielzeit, dieses komische Tohuwabohu-Ding, wäre uns sowas von reingeflogen. Wir hätten sowas von uns 2:1 gefangen in der 91. Also von dem her alles in Ordnung. Und dazu, es war eine deutliche Leistungssteigerung, vor allem in der zweiten Halbzeit, in dem Spiel erstmal und dann auch im Vergleich zum Köln-Spiel. Beim Köln-Spiel waren wir sehr, sehr früh satt, sehr, sehr früh, ja, das Unentschieden einfach so akzeptiert, würde ich jetzt mal sagen. Hier waren wir viel mehr voll mit drauf, viel mehr in Richtung 2:1. Also auch quasi diesmal ein besseres 1:1 als noch gegen Köln. Also immer noch alles doch schon sehr zufriedenstellend für einen VfB-Fan im Moment. Aufstellung war, ja doch, das hat schon die eine oder andere Überraschung gehabt, dass ein Sosa spielt zum Beispiel, dass ein Klimovic spielt statt ein Didavi, aber generell fand ich die Aufstellung nicht verkehrt, habe ich nichts dagegen gehabt. Einwechslungen kamen auch zu guten Zeitpunkten. Gonzalez reinzubringen für Galajic in der zweiten Halbzeit war gut. Ich meine, gut, Galajic hätte vermutlich auch einen Elfmeter reingemacht, so ist jetzt nicht. War jetzt nicht so als Joker-Ding gemeint, aber generell. Hast du noch einen Bamakituka gebracht, einen Clement gebracht, einen Kulinov gebracht. Alles in Ordnung, nimmst den Punkt mit. Der Punkt hilft uns mehr als Schalke, wenn man es mal so formulieren kann. Wäre natürlich cool gewesen, in so einem Spiel dann die 3 Punkte mitzunehmen oder dann quasi die 6 Punkte mitzunehmen in so einem Abstiegskampf-Ding. Aber geht in Ordnung. Spielnote vom Kicker eine 3,5. Spiel des Spiels Endo, also wie gesagt, unser Mittelfeld ist sowieso krank. Schiri hat eine 4 bekommen, ja,
wirklich in Ordnung, hat kein besonderes Spiel gepfiffen. Also das Spiel an sich war jetzt nicht besonders schwer zu pfeifen, denke ich mal. Elfmeter hat er richtig entschieden, sonst gab es in der ersten Halbzeit, da haben sich im VfB-Leute auch ein bisschen drüber aufgeregt, ob es jetzt Castro war oder ich glaube auch Matarazzo so ein bisschen, dass da ein bisschen sehr viel für Blau gepfiffen wurde, aber halt immer so kleine Sachen, so kleinere Fouls, die dann Schalke bekommen hatten, wir halt nicht und sowas, aber geht in Ordnung. Ballbesitz 53-47% für uns, 5-2 Chancenverhältnis für uns und 4-3 Eckenverhältnis für uns, also sonst recht ausgeglichen. Das geht schon so in Ordnung. Wir gehen wieder auf ein paar Twitter-Beiträge während dem Spiel ein. Hat einer geschrieben, wie viele Fouls hat der VfB bisher gepfiffen bekommen? War schon eins, also es geht genau in diese Richtung. Chancen für den VfB, Minutentakt, Schalke ohne Chance. Die Erwartungen sind aber gefühlt gestiegen. Man darf hier gewinnen. Wie gesagt, auch meine Meinung, man darf hier gewinnen. Es ist aber auch keine Schande, Unentschieden zu spielen. Ein bisschen letzte Woche 3 Punkte wären möglich gewesen. Trotzdem kann ich am Ende mit dem Punkt leben. 9 Punkte von 40 in Sachen Klassenhalt, die obligatorischen 40 Punkte, man kennt sie. Und ganz ehrlich, ich bin so froh, dass Schalke nicht gegen uns ihre Negativserie beendet hat. Es hätte sich so wie der alte VfB angefühlt, der Aufbaugegner, wie schon gemunkelt wurde, vielleicht doch einen Schritt mehr nach vorne, als es sich gerade trotz 1-1 anfühlt. Da bin ich auch voll dabei. In den letzten Jahren hätten wir, ich wiederhole mich, auch in Mainz verloren, so Geschichten. Also alles immer noch sehr untypisch für unseren Verein, alles noch vollkommen in Ordnung. Ja, viele machen es gut, aber was die VfB-Zentrale Woche für Woche abfackelt, ist echt irre. Castro hat einen großartigen Sinn für den Raum und kurze Temposchübe. Mangala kannst du nicht pressen, geht einfach nicht. Und dann halt Endo, zu dem muss man, glaube ich, nichts mehr sagen. Hier im Endeffekt ist es immer okay, wenn du nicht verlierst. Das ist auch so das Ding als Aufsteiger. Dann vom Hitzesberger Auswärtssieg unserer VfB U21. Ein Punkt bei Schalke und wieder große Freude beim Zuschauen. Kann gerne so weitergehen, bin ich bei dir. Weiß auch nicht zufrieden, nicht unzufrieden, irgendwie kacke, aber auch hier wieder 9 von 40 Punkten geholt. Und das war jetzt gerade ein Fail, muss zurück, genau. Statt wäre, wenn und hätte, jetzt mal die Fakten, Aufsteiger mit langer Verletztenliste, dennoch 9 Punkte nach 6 Spielen, 11-7 Tore, seit 5 Spielen ungeschlagen, Gegner teilweise klar dominiert, attraktiver Fußball nach vorne mit einer jungen Mannschaft, ganz gut, oder? Ja, sachlich, faktisch, schön. Auch nochmal wunderschöne Sache, Wataru Endo hat es in die Kicker-Elf des Spieltags geschafft. Auch eine sehr coole Sache. Gut, also brauche ich hier nicht viel sagen, aber ich habe den Link reingepackt zu meinem Stream gegen Schalke. War auch eine sehr, sehr geile Nummer. Ich glaube, wieder irgendwie über 150 Leute als Höhepunkt. Also sehr, sehr stark, sehr, sehr geil. Kanal wächst auch. Also vielen Dank an euch da auf jeden Fall. Und dann auch das Stream-Highlight-Video, was ich jetzt vermutlich immer wieder mache, ist jetzt nicht so ein Riesenaufwand und füllt einfach, was heißt füllt den Kanal, aber macht dieses Kanalbild so ein bisschen runter. Dann hast du montags dieses Stream-Highlights oder bis zum Montag, vielleicht komme ich auch mal am Wochenende früher dazu, hast am Mittwoch den Podcast, Donnerstag den Gaming-Stream und dann irgendwann am Wochenende den VfB-Stream, hast einfach ein richtig schönes, rundes Kanalbild. So, dann wieder die typischen paar VfB-Random-News durcheinander. Hitzesberger, VfB-Stürmer planten nicht mit Wintertransfers, berichtet der SWR. Wie gesagt, lest euch das Ding gerne in Fülle selber durch. Gilt für die meisten Sachen. Hier ist alles unten verlinkt, hat ja auch alles einen Grund. Und ja, ne, also wir haben jetzt so gesehen sowieso nicht viel Kohle und Kader ist riesig. Du brauchst im Winter gerade wirklich eigentlich nicht großartig nachzulegen. Dann, ganz geil, da ist jetzt der Tweet von Vertikalpass, aber da ist auch der Link drin zum Shop. Weil Hands of God habe ich auch das schöne Bild von Terodde mit drauf, von Terodde-Jubel, seinem typischen Jubel für uns oder für jeden Club, aber halt vor allem wegen seiner kranken Zweitligasaison bei uns. Der Shop hier, Hands of God, hat auch eine Maske vom VfB gemacht. Hildebrand drauf, Hildebrand drauf, Kakao drauf. Hitzesberger drauf, Gommes drauf, sehr geiles Ding, habe ich schon bestellt. Klar, kostet ein bisschen mehr, ich glaube 15 Euro mit Versand, irgendwie, glaube dann 19,90. Aber hey, wir werden alle noch lange genug Maske tragen müssen, also das musste jetzt einmal mal sein. Dann hier auch, ne, schwieriges Thema, ich habe jetzt hier keine Quelle zu dem, was ich dazu noch sagen will. Es gibt schon eine, aber die habe ich jetzt gerade hier nicht aufgerufen. Hier, juristisch angreifbar, Zuschauerverbot im Profifußball schlägt hohe Wellen, muss man auch sagen, ja gut. Kackt euch halt zu, es gibt gerade nun mal einfach wichtigere Sachen
als ins Stadion zu gehen. Der Fußball wird ja auch so über Wasser gehalten, da geht ja viel mehr anderes, kleineres drauf. Der Fußball ist so groß, der wird am Leben erhalten. Und da eben ist auch diese Thematik gerade, da habe ich jetzt aber keinen Link zu, packe ich euch auch keinen rein, weil ich jetzt keine genauen Infos zu habe, wo es eher so ein bisschen Kritik wieder am DFB ist oder DFL ist, dass ja gerade wieder so ein bisschen aufkommt von wegen, ja, wir haben doch vielleicht ein bisschen Probleme mit irgendwelchen Testkapazitäten. Und da hieß es ja immer, wenn welche brauchen, dann stellen wir bereit. Jetzt mal gucken, ob da was vom DFB kommt. Aber ich glaube, bisher halten die oder wollen es an ihrem Konzept weiter festhalten. VfB-Sportdirektor Müslintat, transfermarkt.de. Wechselwunsch war fremdgesteuert, also González Wechselwunsch. Da hat er im Juli gesagt, glaubst du irgendein argentinischen Medium, es war eine tolle Zeit in Deutschland, aber ich habe mich entschieden, ich will den Club verlassen und brauche eine Luftveränderung, ich will schon verlassen. Aber gut, González hat ja auch schon letzte Saison gesagt oder letzten Sommer gesagt, dass er gehen will. Also vor der zweiten Liga. Es gab irgendwelche Gerüchte mit irgendwie Eindhoven und so Geschichte auch. Also wäre auch nichts Krasses gewesen. Und da hat er Müslintat gesagt, Nico hat ein Interview gegeben, das fremdgesteuert war. Also ja, ob ich dem ganzen Scheiß so glaube, keine Ahnung. Ne, vielleicht gibt es auch Übersetzungsfehler und so Geschichten, aber ja, das ist, glaube ich, ein bisschen, keine Ahnung, sehr krass versuchte Hilfestellung zum González, dass er sich damit nicht lächerlich macht mit diesen ganzen Wechselwünschen oder auch mit dem Sosa damals. Also, einmal lieber irgendwie ein paar Mal öfter ruhig sein, bevor irgendwas offiziell ist, als sich dann immer rausreden zu müssen. Hier, vom Schurz, tag24.de, Corona-Hilfe bis zu 15 Millionen für Planung. Wichtig, meint der Hitzesberger. Wie gesagt, könnt ihr euch auch noch ein Ticken genauer durchlesen. Da geht eben einfach um ein bisschen Hilfe, weil man jetzt zum Beispiel hier knapp 2 Millionen Euro pro Heimspiel ohne Zuschauer verliert und so Geschichten. Viele sind irgendwann von der Insolvenz bedroht, wenn die Situation sich nicht entspannt. Ich hoffe nur, dass wir den Tag nicht erleben müssen. Na, klar, schwierige Zeiten für den Fußball, auch ganz logisch. Schwierige Zeiten für absolut jeden. Hoffen wir, dass unser Verein uns erhalten bleibt, aber ich bin da erstmal guter Dinge natürlich. So, VfB-Nachwuchs hat getwittert. Die Spielkommission der Regionalliga Südwest hat im Einvernehmen mit der Gesellschafterversammlung entschieden, die bis zum 30. November 2020 eingesetzten Spiele der Regionalliga Südwest abzusetzen. Und ab dem 1. Dezember wird der Spieltritt nur dann wieder aufgenommen, wenn in den Bundesländern bla 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 ab spätestens dem 17. November ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen zulässig ist. Also mal gucken. Ich meine, dass die ganzen Jugendschichten jetzt eh abgebrochen haben, die ganzen Jugend-Bundesliga-Sachen und sowas. Man geht jetzt schon in Amateurfußball rein, weiß ich gar nicht, aber es wird darauf rauslaufen, dass nur die ganz, ganz großen Ligen weitermachen, so wie es ja auch letztes Mal war, quasi bei unserer Art Lockdown. Dann kommen wir zum Gegner, zu Frankfurt für Samstag. Die kommen auch nach einem 1:1 und auch nach 2:1:1. Ich meine, dass die genau. Ich labe gerade maximalen Quatsch. Muss ich gleich mal kurz selber gucken, gegen wen Frankfurt eigentlich letzte Woche gespielt hat. Ah, stimmt, wir haben München verloren, das war das. Aber davor haben sie gegen Köln auch 1:1 gespielt. Genau, das war es. So rum ist immer richtig. Also, es ist jetzt wie Frankfurt und wir sind ähnlich gerade. Kommen aus Unentschieden und halt keinen Siegen. Frankfurt noch ein schönes 5:0 dabei und noch dazwischen. Aber bei beiden, wahrscheinlich bei Frankfurt noch höher der Anspruch, oder was heißt wahrscheinlich noch höher der Anspruch bei Frankfurt, wäre es mal wieder Zeit zu gewinnen. So ganz grob formuliert, wäre mal wieder Zeit zu gewinnen. Da hätte, glaube ich, keiner was dagegen. Weiß ich nicht, ob wir gegen Frankfurt gewinnen am Samstag. Weiß ich nicht. Ich gehe da mal wieder rein, ne? Das Aufsteigerdenken, Hauptsache du verlierst nicht. Punkt aus gegen Frankfurt wäre ich dabei. Bisher eh gefühlt auswärts stärker als zu Hause, von dem her wäre das ja auch vollkommen in Ordnung, alles chillig. Das Spiel jetzt gegen Bremen hätte Frankfurt eigentlich auch ja doch schon mehr verdient gehabt zu gewinnen, also wirklich ähnliche Spielverläufe oder ähnliche Gemütslage wie bei uns nach dem Schalke-Spiel. Sind wir mal gespannt, was da dabei rauskommt. Sehen jetzt aktuell punktgleich und Tordifferenzen, so Geschichten, gleich mit Union auf dem 7. Platz mit 9 Punkten nach 6 Spielen. Frankfurt auch 9 Punkte nach 6 Spielen. Haben wir ein bisschen schlechteres Torverhältnis. Unsere schöne direkte Konkurrenz da unten mit Bielefeld hat verloren, mit Mainz hat weiterhin verloren. Schalke, wie gesagt, der eine Punkt. Und dann haben wir ja nächste Woche den
Kracher des Jahrhunderts am nächsten Spieltag. Also erstmal Freitagabend Bremen-Köln ist auch schon interessant, geht auch schon Richtung Abstiegskampf. Auch wenn Bremen da genauso wie wir da oben noch rumeiern, aber das wird dann wieder runtergehen. Und dann am Samstag der Stream. Ich habe im Layout wirklich 3 Spiele währenddessen laufen, die uns interessieren. Das vierte nicht mit Leipzig gegen Freiburg. Aber das Spiel, was parallel läuft, Union gegen Bielefeld interessiert uns. Mein Schalke sowieso und Augsburg-Hertha auch. So, ne? Bei Hertha hängt auch auf 14 Grad da unten rum. Haben wir 3 Spiele, auf die wir noch gleichzeitig 8 geben müssen. Und dann am Abend auch noch Dortmund Bayern. Am Sonntag ist noch Liverpool gegen Man City oder andersrum. Weiß nicht, wer von den beiden da zu Hause spielt. Aber schon, das ist schon im Vergleich vor allem zum letzten Wochenende ein richtig geiles Wochenende, was Fußball angeht. Weil letztes Wochenende war ja echt, echt eher mau. Wie gesagt, Tabelle, siebter geteilt mit Union. Frankfurt 10. Alles ja noch alles eng beieinander, aber stand jetzt auch immer noch mit Torverhältnis eingerechnet. Ich packe ja jedes Mal quasi noch einen Punkt oben drauf wegen Torverhältnis. Sind wir bei Köln 7-8 Punkte vor dem mit dem Punkt dazu. Bei Schalke genau das gleiche, dem auch 2 Punkte. Und bei Mainz sind wir sogar bei 10 Punkten, wenn man diesen einen Punkt quasi in einem noch gibt, der die Tordifferenz quasi darstellt. Wir schauen mal auf den Rekord gegen die Frankfurter zu Hause. Jetzt sind wir richtig. Und der ist, wie gesagt, der ist gar nicht mal so schlecht. Also wir haben 0-3 verloren, 1-0 gewonnen. Also ich gehe jetzt mal von quasi neuesten zu ältesten runter. 0-3 verloren, 1-0 gewonnen, 1-4 verloren, 3-1 gewonnen, 1-1, 2-1 gewonnen, 2-1 verloren, 2-1 gewonnen, 2-0 gewonnen, 4-1 gewonnen, 1-1, 0-2 verloren. Da sind wir schon bei 2006. Da sind wir genügend runtergegangen. Also relativ ausgeglichen. Relativ ausgeglichen. Also wäre schon ganz schön und erwarte ich auch irgendwo nicht, dass wir gegen Frankfurt verlieren am Wochenende, aber wir werden sehen. Also ich wäre auch, wie gesagt, mit dem Punkt wieder zufrieden. Sieg wäre natürlich umso geiler, aber mit dem Punkt bin ich erstmal zufrieden. Nur verlieren wäre jetzt halt, keine Ahnung, bisschen schade, bisschen unnötig. Dann auch so ein bisschen zeigen, dass man eben auch zu Hause stark ist, im Sinne von ungeschlagen und so weiter, weil zu Hause haben wir bisher noch keinen einzigen Sieg geholt, das wäre auch da ganz nice. Aber ich möchte mich noch nicht so weit aus dem Fenster legen, als dass ich sagen würde, dass wir gegen Frankfurt gewinnen. Deswegen, so sieht es da aus. Frankfurt Kader ist echt nicht verkehrt, ne? Wenn du anguckst, ein Trapp, ein Hinteregger, ein Dicker hat sogar, boah, Schüler sogar 22,5 Millionen Marktwert. Auch nicht schlecht, hey. Nieder Costa, dieser Touré, Ilsanker, Cipresso, Chor, Kostic, ich weiß nicht, ob Kostic schon spielen darf, hier hängt noch eine rote Karte. Das gilt für den DFB-Pokal, okay. Keine Ahnung, ob der überhaupt spielen darf, der ist ja, glaube ich, irgendwie noch verletzt oder angeschlagen gewesen. Barkok hat echt gut Party gemacht gegen Bremen. Kamada auch gut, an dem aber, glaube ich, auch sogar mal dran für ein Leihgeschäft. Younes auch gut, André Silva, Bas Dost, also die haben wirklich echt einen guten Kader. Wie gesagt, es sind auch mehr oder minder jetzt durch die letzten Saisons immer irgendwie so ein lauernder Kandidat für Euroleague-Plätze geworden. Also sind wir mal sehr, sehr gespannt. Was ich jetzt noch hier eben kurz noch live quasi mitnehme, packe ich euch auch in die Videobeschreibung noch als letzten Link. Wo haben wir das denn? Wo ist denn die Entscheidung gefallen? Hier, perfekt, da ist das Ding. Nehmen wir mit und packe ich euch auch live hier ins Dokument rein, weil wir am Sonntagabend endlich die Auslosung haben für den DFB-Pokal. Ist auch nice. Wissen wir endlich, was da auf uns zukommt. Sonntagabend um 18.30 Uhr in der Sportschau gibt es die DFB-Pokal-Ausrunde der zweiten Runde. Ich meine, ich hätte fast gesagt, wäre cool, wenn man mal wieder zu Hause spielen würde, aber es ist ja sowieso völlig scheißegal, weil es ja eh keinen Zuschauer gibt. Also, so mal schauen, was wir da im Pokal bekommen. Natürlich cool, wenn man da auch ein bisschen weit kommen könnte. Immer interessant, Pokal, immer was drin. Genau. Und dann würde ich sagen, bleiben wir dabei. Homer, uns hoffentlich keine Niederlage ab am Samstag. Holen wir uns mindestens einen Unentschieden ab, würde ich sagen. Ihr wisst, wie die Woche so jetzt weitergeht. Morgen der Stream, Samstagmittag der Stream. Genau, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wie gesagt, auch schon mal im Voraus fürs Abonnieren, für sonst was, fürs Teilen, fürs Liken. Und dann würde ich sagen, packen wir es an am Samstag und
Bis zum nächsten Mal.